Na, das ist doch was. Schrotflintenpumpe, Schrotflinten Shotstock und ein Receiver und ein Rohr. Wartet mal, Freunde. So spart man auch Plätze. Ah, das ist schon ein kurzes Rohr. Na, umso besser. Umso besser. Ist doch schön, dass dieser Waffenschrank da für uns hergibt. Da sparen wir nicht nur Speicherplätze, sondern haben auch noch eine Waffe dabei. Bauen wir uns eine abgesägte Schrotflinte. Wer doch gelacht. Sehr schön. Und Munition dafür habe ich auch dabei. Das heißt... Ah ja, das wollte ich nur mal gucken, wie viel da reingeht. Das heißt also... Wieder einiges, was mich voranbringt hier. Ist mehr Platz. So, da ist noch ein anderes Haus. Und da ist das viele rohe Fleisch in meiner Tasche. Was ziemlich rumstinkt. Und da ist mein Versteck, zu dem ich langsam mal wieder zurück möchte. Aber man kann ja auch nicht einfach hier an so eine Straße kommen und dann die Häuser ignorieren. Das geht doch nicht. Zum Autobus. Auf die Nuss! Auf die Nuss! Na, so lange es Tag ist, kann man das ja alles noch gut machen hier. Eigentlich ist es ja ganz nett hier. Man hat hier viele Möglichkeiten, gleich schnell Ressourcen abzubauen. Aber die Frage ist, ob das hier eine Gegend ist, in die ich ziehen möchte. Da hinten an meinem Teich habe ich wenigstens Wasser gleich parat. Andererseits ist das von hier auch nicht weit weg. Hey, ein Hammer. Also, das ist ja quasi der Hammer. Blei brauche ich dringend wieder. Ich nehme jetzt keinen Müll mehr mit. Ich nehme jetzt nur noch hochwertige Sachen mit. Hochwertigen Müll. Munition zum Beispiel. Ich weiß echt immer nicht, was ich mit diesen Angelgewichten überhaupt anfangen soll. Ist keine Frage, wenn es dafür Munition gibt. Oh Gott, noch ein Waffenschrank und ich habe... Ich muss hier nochmal mit der Spitzhacke wieder herkommen. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, den aufzukriegen, einfach so. Supplies. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. So viel gute Supplies und ich kann sie nicht vernünftig mitnehmen. Verbände sind erstmal primär wichtig, würde ich sagen. Essensrationen wichtiger als Gläser. Klamottenfragmente sind auch nicht so wichtig. Verflucht, noch eins Bretter habe ich so genug. Dann
ganz ehrlich, brauche ich zerbrochenes Glas wirklich mehr als das? Eben. Ey, die wollen mich doch hier verarschen. Jetzt haben sie es geschafft. Jetzt lasse ich auch die Heuballen hier. Verdammt nochmal. So, ich muss also dringend hier wieder herkommen zu diesem Ding. Ach, komm her, das Bett stelle ich hier einfach daneben. Was macht das Dach aus? Das sieht schon mitgenommen aus. Das scheint schon mal ein Angriff stattgefunden zu haben oder sowas. Hey, eine Vorratskiste. Hier hat sich einer eine Vorratskiste hingebaut. Noch eine. Ein Buch über Lederverarbeitung. Das wollte ich gerade sagen. Wie mache ich mir eigentlich so einen Eisenhelm? Aber das ist doch ideal hier, diese Kisten. Mensch, da kann ich doch erstmal Sachen beruhigt hier lassen, die nicht so dringlich wichtig sind. So. Noch irgendwas, was ich nicht direkt mitnehmen will. Passt erstmal. Was ist denn hier noch so Schönes? Eisenboots, das kenne ich doch schon. Und Munition, herrlich. Dieses Haus ist eine Goldgrube. Hunger langsam aus. Hä, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Beaker, ein... Ah, das brauche ich, um Antibiotika herzustellen. Also so eine Art Schwenker heißt es. Ein Schwenker. Was man halt für die Chemie braucht.
sehr genial. So, jetzt versuche ich mal was anderes. Na dann. Aha. Und was ist das für ein Wasser? Murky Wasser, okay. Hab ich befürchtet. Was ist denn das für eine Welt, in der man nicht mal mehr aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen? Furchtbar. We don't need no murky water. Okay. Eine Möglichkeit gibt's natürlich noch, daran zu kommen. Gucken wir unter die Treppe. Geht auf jeden Fall, wenn dann, leichter, als sich durch den Stein zu prügeln. Wenn es mit dieser Steinaxt auch trotzdem noch ewig dauern wird. Damit. Das habe ich befürchtet. Mal gucken, ob ich den Stein klein kriege. Kannst du dir nicht vorstellen. Chance. Keine Chance, da so dran zu kommen. Ich muss nochmal wiederkehren mit einer Spitzhacke. Nicht, dass mich das stören würde. Zwar vielleicht ein bisschen Munitionverschwendung, aber hey. Mehr Fleisch, um mich am Leben zu halten. It's a long way home. Endlich, mein Murky Bread. Jetzt will ich. Da hinten ist noch eine. Noch eine Supply-Kiste. Ja, natürlich, der Flieger, den ich halb verpasst habe. Frag mich, wo denn die erste Kiste ist. Die erste muss ja dann noch weiter in der Richtung gewesen sein. Wo ist denn da einer? Da. Okay. Da war was für ein Jagdgewehr drin. Jetzt muss ich mal ganz schnell Sachen wegschmeißen, die ich nicht verwenden will. Schnell an die Stelle wieder zurück. Das ist ja vielleicht eine ungünstige Situation gerade.
Das schmeiße ich mir jetzt mal auf die schnell weg. Und ist es noch da oder ist es despawned? Wo ist jetzt das Buch, was ich eingesammelt habe? Da. Okay, mehr kann ich jetzt einfach nicht mitnehmen da. Jetzt sauf ich hier gleich ab. Und wenn ich in Ruhe meine Sachen nachgucken will, dann verschwindest du! Mann! Oh. Ja. Ein paar Gläser weg und eine Rolle von den Dingern weg, aber ich habe hier die. Das ist wichtig. Dass ich mir ein Jagdgewehr bauen kann. Zurück zur Straße. Ich wollte ja der Straße folgen. Nehmen wir die Richtung. Na, die kleine Reise hat mich schon ein ganzes Stück weitergebracht. Ich kann jetzt erstmalig versuchen, selber ein paar Antibiotika herzustellen. Ich habe sogar den nötigen Beaker dafür gefunden. Und das war ja nun wirklich nichts Selbstverständliches. Ich habe eine ganze Menge neues Zeug gefunden. Auch neue Vorräte und vor allem viel gejagt. Ich sollte jetzt aufhören rumzuballern, wenn es nicht sein muss. Also ich verschwende mir nur Munition. Puh. Mal irgendwas Ausdauer aufbauen ist? Ne, nur Chili. Dann kriege ich vielleicht einen Nachbrenner, aber werde nicht ausdauern. Da, Haus, meins, oder? Ja. So weit ist es gar nicht weg. Okay, ich habe mich jetzt lange genug auf der Seite gehalten und in dieser Ruinenstadt rumgetrieben. Ich werde wirklich in Zukunft diese Seite etwas mehr erforschen. Mein schöner Wasserblock ist auch noch da, wunderbar. Und ich schätze, ich muss neue Kohle abbauen, weil ich jetzt hier die ganze Zeit die drin gelassen habe. Allerdings frage ich mich, wo der Schinken geblieben ist, den ich hier gegrillt habe. Ist der jetzt einfach verschwunden oder was? Ja, wahrscheinlich auch, weil er lief, als ich nicht gespeichert hatte. Ich bringe meine Sachen schnell hoch. Supplies, Supplies, Supplies.
für eine Menge ich doch jetzt schon an... Ja, an Verbänden auch, aber auch an Schmerzmitteln und so habe. Das ist krass. So, Beaker. Schimmelbrot. Nochmal Bandagen, nochmal Bandagen. Aloe-Pflanzen. Was kommt hier noch dazu? Noch einiges an 10 mm, noch einiges an Hunting-Rifle-Munition. Noch ein Pistol-Slide, so. Hunting Rifle Stock, Hunting Rifle Bolt, Hunting Rifle Barrel. Was ist alles für Shotgun, Pumpgun? Reicht das denn jetzt schon für das Jagdgewehr? Ja, es reicht. Aber vielleicht sollte ich einfach schlauer sein und das jetzt nicht dafür verschwenden, sondern lieber eine Form für die Dinger daraus bauen und einfach so viele davon gießen, wie ich will. Ich denke nämlich, das wird der schlauere Weg sein. Dann tue ich die erstmal hier wieder rein. Das kann ich mit denen übrigens auch mal machen. Mit den anderen Sachen hier. Wie es aussieht, habe ich doch erstmal ganz ordentliche Vorräte zusammenbekommen hier. Nochmal Taschenlampen. Patronenhülsen. Habe ich gar kein Glas mehr hier gehabt? Ach so. Gut. Erstmal endlich nach der ganzen Zeit Bacon und Eggs zum Frühstück. Herrlich. So, und wie sieht's hier im Garten aus? Ist inzwischen schon mal irgendwas so hoch geworden, dass man es noch ernten kann? Nee. Ich kann die Setzlinge ja auch nicht mehr aufnehmen. Ich fürchte, ich muss meine Art anzupflanzen nochmal überdenken. So wird das irgendwie nichts hier. Aber gut, ich bin erstmal wieder in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Dann lege ich mich erstmal ins Bett und überlege mir, wie es jetzt weitergeht. Weiter ausbauen oder weiter plündern gehen. Das entscheide ich morgen. Oh.